Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, gleich am Anfang, die Locken sind weg. Es ist jetzt gerade wieder ein bisschen gar kurz, aber es ist sehr warm draußen, das heißt, es ist voll okay, dass meine Haare so kurz sind. Außerdem möchte ich sagen, falls ihr irgendwas zwischendurch einmal sehr laut rumpeln hört oder irgendwas ähnliches, da hinter mir, außerhalb der Wand, sind gerade Arbeiter zugange, die mir eine neue Terrasse machen, das heißt, es könnte zwischendurch einmal kurz ein bisschen lauter sein. Ich hoffe aber, dass man es nicht allzu sehr hört. Ja, und damit herzlich willkommen zum Lesemonat Juli. Es ist ein sehr enttäuschendes Monat. Ich habe die letzten Monate schon nicht unbedingt so viel gelesen, wie vielleicht möglich gewesen wäre. I don't know, ich war relativ zufrieden, aber es hätte auf jeden Fall mehr sein können. Diesen Monat ist es aber echt gar nichts eigentlich. Ich werde jetzt zuerst einmal über ein Buch sprechen, das ich im Juni Lesemonat schon kurz angesprochen habe, weil ich es eben da schon angefangen habe. Das ist The Mad Woman's Ball, ein englisches Buch von der Victoria Mass. Habe ich in Krakau gekauft, weil das Buch, das ich da gerade gelesen habe, dann schon gar war. Es ist eher dünn. Es geht um eine junge Frau. Und ich habe sehr lange überlegt, wie ich jetzt diesen Inhalt erzähle, ohne eigentlich wirklich groß zu spoilern. Denn das, was ich jetzt sage, passiert zwar relativ am Anfang, war für mich aber trotzdem sehr überraschend. Das heißt, ich werde da jetzt eine kleine Spoilerwarnung einplanen und drückt einfach bis zu dieser Zahl. Da ist der Spoiler vorbei. Es geht um eine junge Frau, die so ein bisschen mit dem Okkulten in Verbindung kommt, aber wirklich nur ganz leicht. Also sie hört halt vor einem okkulten Autor und liest dann sein Buch. Und sie hat immer wieder Geisterkontakt, mehr oder weniger. Also sie sieht ihren verstorbenen Großvater schon ewig, schon wie es nur klar war und so weiter. Und sie erzählt es dann irgendwann ihrer Großmutter, der sie eigentlich sehr vertraut und der sehr nett und freundlich wirkt. Jedoch erzählt diese Großmutter das dem Vater der jungen Frau, also ihrem Sohn, woraufhin dieser beschließt, seine Tochter kehrt ins Irrenhaus. Und das Ganze spielt im Jahr 1885. Das heißt, ein Irrenhaus oder generell Frauen haben es nicht so leicht. Und in einem Irrenhaus wird das Ganze eigentlich ab Absurdum getrieben. Die Schwestern sind sehr streng, die dort arbeiten, die Ärzte dann eigentlich, was sie wollen mit diesen Frauen. Teilweise auch, was Gewalt und so betrifft eigentlich. Und ja, jetzt ist der Spoiler vorbei. Dort ist sie dann eben und wir erfahren eine wunderschöne Geschichte zwischen mehreren verschiedenen Frauen aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Wir erfahren ganz viele Geschichten von anderen Frauen, die im A dort sind. Und ja, für das, dass es so ein dünnes Büchlein ist, gibt es echt viel her. Ich habe es wirklich gut gefunden. Auch der Schreibstil. Es hat, ich glaube, diesmal zwei, drei Wörter gegeben, die ich wirklich googeln habe müssen, aber halt einfach, weil das eher von der Sprache her so alt war und altes Englisch und ja, keine Ahnung, das war dann ein bisschen schwierig. Aber ja, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Den einzigen Minuspunkt, den ich habe, ist der Schluss, weil es endet für mich ein bisschen zu abrupt. Ich weiß nicht, ob es da noch weitergehen wird. Es war sehr cool, ich würde sehr gerne noch mehr von ihr hören. Das Ganze spielt übrigens in Paris, das finde ich auch schön. Ich mag irgendwie diesen Vibe, den so Bücher haben, die in Paris spielen. Was ich euch jetzt auch noch sagen will, ist, ihr seht dieses Cover. Es ist wirklich, wirklich cool. Ich war in so einer englischen Buchhandlung in Krakau und habe halt eigentlich wirklich fast nur nach dem Cover ausgewählt und nachdem, dass es nicht allzu dick ist, weil ich nur Handgepäck habe. Okay, ich zeige euch jetzt das deutsche Cover und den deutschen Titel. Die Tanzenden, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Es ist komplett anders. Ich hätte niemals hingegriffen, weil da habe ich mir generell eher so historische Fantasy ein bisschen erwartet. Ich meine, ich habe dann schon das hinten gelesen und bin drauf gekommen, es ist nicht so Fantasy-mäßig. Aber bei diesem Buch erwarte ich mir halt ganz was anderes. Also ich finde, es ist wirklich der Titel vielleicht nur, aber das Cover, I don't know, ich finde, es ist nicht sehr gut gelungen. Aber ja,
Das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Generell kann ich das Buch empfehlen. Gerade auch, weil es sehr feministisch ist irgendwie. Also gerade die Hauptperson in diesem Buch kämpft auf jeden Fall für ihre Rechte. Und das finde ich wirklich cool. Es spielt halt in einem sehr historischen Setting. Es ist manchmal sehr brutal auch. Also da ist vielleicht nichts für Leute mit eher sanfteren Gemütern. Das hat mich teilweise ein bisschen runtergezogen. Aber ja, bis auf den Schluss wirklich, wirklich gut. Und jetzt muss ich sagen, das war das einzige Buch, das ich wirklich fertig gelesen habe. Von Büchern im klassischen Sinne. Ich werde euch dann noch andere Sachen sagen, die ich angeschaut und gelesen habe. Aber ich habe im Juli die Aufmerksamkeitsspanne gefühlt vor einem Marienkäfer gehabt und habe es nicht geschafft, nur ein anderes Buch fertig zu lesen. Vielleicht war die Auswahl nicht die beste. Normalerweise, wenn ich so Belletristik lese oder eben was Historisches oder bla bla bla, lese ich dann irgendeinen seichten Horror drüber oder irgendeinen Thriller oder so weiter. Ja. Diesmal habe ich mich aber als zweites Buch für Lily, eine Rachegeschichte von Rose Tremain, entschieden. Von derer habe ich schon, ich muss kurz nachschauen, wie das Buch heißt. Von derer habe ich letztes Jahr Die innersten Geheimnisse der Welt gelesen. Das ist jetzt ein bisschen zu hell da. Ja. Was ich ja wirklich, wirklich sehr gut gefunden habe. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es nicht sogar meine Top 5 oder so war. Und dieses Buch ist eben jetzt neu von ihr erschienen. Da hängt nochmal Lesezeichen. Es geht eben um die Lilly, die in einem Kinderheim aufwächst. Und das Ganze startet eigentlich schon im Erwachsenenalter bei ihr. Und sie erzählt uns halt, dass sie einen Umbruch hat. Und deswegen halt jetzt ja so ein bisschen Probleme mit sich und der Welt hat. Und dann wird halt ihre Geschichte so ein bisschen erzählt. Hat mich sehr angesprochen. Ich finde halt das mit einer Rachegeschichte irgendwie sehr cool. Das Ganze spielt auch 1850, also ist jetzt auch nicht unbedingt super modern. Und ja, ich schätze, dass das vielleicht so ein bisschen der Fehler war, dass sie da ein bisschen mehr Abwechslung gebracht hat. Denn eigentlich ist dieses Buch sehr gut. Und wenn ich lese, lese ich es sehr gern. Aber ich lese halt dann 5, 6, 7 Seiten und dann lenkt mir irgendwas ab und dann war es das wieder. Das heißt, ich bin da jetzt erst gerade über der Mitte eigentlich. Naja, das ist halt schon irgendwie sehr wenig, vor allem weil es ja ein gutes Buch ist. Aber wenn ich dann so lang dran hänge, zweifelt ich so ein bisschen dran, ob es jetzt wirklich so ein gutes Buch ist. Aber nein, es liegt einfach an mir. Ich kann auch dieses Buch wieder sehr empfehlen. Ich liebe die Art, wie diese Frau Charaktere ausarbeitet, nämlich wirklich so, dass sie einfach sehr real wirken, super sympathisch sind, trotzdem aber auch so Dummheiten machen, wo man aber dann denkt, ja, ich verzeih dir diese Dummheiten, weil du bist halt einfach real. Und ja, ich kann noch nicht mehr dazu sagen, es ist erst die Hälfte, aber bis jetzt bin ich sehr begeistert. Und dann habe ich noch ein anderes Buch angefangen, in dem ich halt immer wieder so ein bisschen blättere. Das liegt da schon ewig da, glaube ich. Es ist Boes Bücher, wieder mal ein Sachbuch, Literatur, die sein Leben veränderte. Und da geht es, wie es der Titel schon sagt, um Bücher, die David Bowie gelesen hat und die sein Leben verändert haben, die er selbst in so einer Art Liste zusammengetragen hat. Und der Joe O'Connell erzählt uns halt von diesen Büchern, erzählt uns, wie sie David Bowie beeinflusst haben, wie sie ja seine Musik und seine Kunst an sich geprägt haben. Und es ist ganz interessant, ich lese immer nur wieder mal so ein paar Seiten. Das kann durchaus sein, dass mich dieses Buch das restliche Jahr begleitet. Ja, aber da ist es jetzt nicht so, dass ich das super schlimm finde oder so, weil ich es halt einfach genau da so liegen habe. Und dann sitze ich da so herum und lese halt einfach ein paar Seiten. Also ja. Aber für David Bowie-Fans oder generell einfach Leute, die so auf Literatur stehen und gern wissen würden, was andere Leute so beeinflusst in einem Leben, und ich denke, das sind sehr viele Menschen hier auf BookTube, denn warum sollten sie sonst BookTube schauen, kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Jo, und wegen der Aufmerksamkeitsspanne eines Marienkäfers, die ich vorher schon erzählt habe, habe ich diesen Monat dafür ein bisschen mehr Manga gelesen. Ich meine, es sind jetzt auch nur zwei und ein Comic. Aber ich habe damit zumindest das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr gelesen habe, nämlich den zweiten und dritten Band von Killing Stalking. Das Ganze geht ein bisschen in eine andere Richtung als gedacht. Es ist ein bisschen weniger gay, obwohl ich lese jetzt gerade den vierten Band der ersten Staffel, also das Finale. Da ist es schon wieder ein bisschen crazier.
Ich vergiss zwischendurch auch immer wieder, dass das keine richtigen Mangas sind und will mal hinten anfangen, aber diese fangst du von vorne an. Ja, es ist eine Reihe, die auf jeden Fall weiterverfolgen werde. Und ich glaube, sowas kann man irgendwie niemand empfehlen, weil es ist schon sehr krank. Was ich. Geht jetzt da mal Akku aus? Nein. Was ich euch aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist eine. Schon ein bisschen unangenehm. Kurz durch, jetzt ist ein Heimwerker gekommen. Was ich euch aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist eine Reihe vom Splitter Verlag, nämlich Mythen der Antike. Ihr habt diesen Band jetzt gelesen. Ich habe auch schon die Odyssee da oben stehen und noch anders. Und ja, wie es der Titel schon sagt, geht es um Mythen der Antike, aufgearbeitet in wunderschönen Graphic Novels. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob alle der Luke Ferry gezeichnet hat. Ich finde den Zeichenstil aber sehr cool. Sie sind natürlich auch drastisch gekürzt und bla bla bla. Wer sich aber eben so ein bisschen mit Mythologie und Ähnlichen beschäftigen will, sehr cool, kurz zusammengefasst. Es gibt einen schönen Überblick. Ich möchte mal so ein eigenes Video über Mythologie machen, weil ich mich halt selbst gerade sehr viel damit beschäftigt, aber ich noch nicht das Gefühl habe, dass ich das jetzt schon da kann. Aber ich glaube, ich würde gerne jetzt schon ein Video machen, um so Leute, die da ein bisschen reinkommen wollen, so an die Hand zu nehmen, beziehungsweise auch um Tipps von euch zu kriegen, welche Bücher ihr empfehlen könnt, um sie mit Mythologie ein bisschen näher zu beschäftigen. Könnt ihr ja jetzt schon in die Kommentare schreiben, wann ich es schon erwähnt habe. Aber ja, wie gesagt, ich schätze, dass da ein eigenes Video auch noch kommt. Das war's mit mein sehr wenig umfassenden Lesemonat. Wie gesagt, eigentlich habe ich gerade sehr viele Bücher in die Kamera gehalten, denn es waren halt diese drei. Und diese drei, aber wirklich gelesen, habe ich halt nicht so viel. aber ja, schauen wir mal. Es ist jetzt gar nicht mehr so Anfang August. Nein, ich weiß nicht, wie viel das ist. Ich glaube, der vierte oder fünfte. Ich habe immer noch nicht recht viel mehr gelesen. Es ist einfach echt heiß draußen. Ich schlafe einfach sehr viel. I don't know. Ich finde, bei den Videos bin ich jetzt schon wieder ganz gut dabei. Ich plane gerade den Oktober. Da kommt einiges sehr Cooles auf euch zu. Ich versuche dazwischen. Was ist das für ein Geräusch? Ich versuche dazwischen aber natürlich die normal kommenden Videos nicht schleifen zu lassen, weil Tanja mich sonst immer wieder ausschreit und mich hin und wieder erschlägt. Und das möchte ich vermeiden. Und darum versuche ich regelmäßig Videos zu machen. Und ja, das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche zum nächsten Video wieder. Und tschüss.